Einen wunderschönen guten Tag und hey, die guten Nachrichten zuerst. Die Woche ist fast geschafft. Warte mal, ich muss mal eben die Kamera ein bisschen kalibrieren. Sieht man sowas? Ja, sieht man, ne? Ja, so, ja. Ja, passt. Die Woche ist fast geschafft. Wir gehen aufs Wochenende zu und ich weiß nicht, ob ich es schon getan habe oder erst noch tue, aber ich habe in der letzten Folge gesagt, ein kleines Geheimnis für euch. Und zwar habe ich bei Steam ordentlich zugeschlagen und es gibt einige neue Spiele und ich wage mich in den Bereich des Horrors. Ich meine, ich bin ja sowieso schon gelegentlich dort unterwegs gewesen, aber jetzt fasse ich da ordentlich Fuß. Und zwar natürlich mit den Großmeistern des Horrors zusammen. Mit Random Cage. Durch das manuelle Abschalten der Fabrik sind alle Druckventile eingerastet. Wir müssen das Ding irgendwie gewaltsam öffnen. Gewaltsam öffnen ist was Tolles. Also, bei sowas. Was ist denn das? Setzen Sie Chineser ein, Düsenobjekte anzubringen? Wo soll ich die dann anbringen? Keine Chineses. Warte doch mal. Ja. Da. Angebracht. Und auf geht's. Na, voll daneben. Oh ja. Very nice. Was ist da? Achso. Hat er, glaube ich, nichts mit mir zu tun. Oh, creepy gross. Verdammt creepy gross. Warum fliegt hier so viel Müll rum? Oh, Spätzen. Ja gut, aber Munition brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen keine Munition. Wir sind Iron Man. Und wir schippern durch die Dunkelheit der Schwerelosigkeit. Und ich halte es für eine saublöde Idee, das zu tun. Was, dadurch? Ja, genau. Genau. Da sind sie. Ach, wie ich sehe, hat Ihre Freundin die Anlage lahmgelegt. Ich schulde ihr meinen Dank, dass sie mir ihren Standort verraten hat. Geh du mal vor. Der Zyklus läuft. Und sie stecken mittendrin. Es endet hier, Clark. Nein, das muss es nicht, Heidmann. Es endet hier nicht. Das muss es. Wa. Das war knapp. Bull. Aber. Was war das? Ach du kleine Mistbacke. Sonst was? Ja. Wo geht's jetzt weiter? Da lang? Was machen die Dinger mit mir? Ah, die machen mich höchstwahrscheinlich tot. Okay. Ich glaube, ich muss mit Star sein. Ja? Warte. Party! Und flick. Very nice. Kannst du dich mal bitte gerade hinstellen? Das ist hier. Ja. Und jetzt müssen wir da runter, oder? Ach du. Kotzkaffe. I'm the greatest. You're just freaks. Nein, du kommst mit. Sei mein Schutzschild und geh da rein. Ellie, können Sie die Dinger nicht abschalten? Nein, Tideman hat mich aus dem System gelöscht. Und jetzt funktionieren meine Codes nicht mehr. So. Hast du Witze? Oh Scheiße, da kommt was. Schloss! Stase! Ich will, dass Sie ihn sehen. Sie müssen die Schritte einhalten. Ja, komm, Strauss, jetzt halt mal deine Schnauze, bitte. Halten Sie die Klappe und helfen Sie mir. Verdammt. So, warte mal, ich muss... Ich befürchte... Oh, unsere Ellie ist tot. Warte, jetzt müssen... Warte, wir müssen das gut abpassen. Tam. Und jetzt dadurch... Supreme... Fucking Victory. Immer weiter runter.
Und ihr Ficker schon wieder. Fick dich, fick dich. Und du erst recht. Über Kopf mache ich euch jetzt recht platt. Kommt ihr noch klar, wo wir hin müssen? Ich weiß nicht mal mehr, wo oben und unten ist. Hier. Wir müssen da durch. Das heißt, wir brauchen wieder eine verfickte Rakete. Rakete. Rakete? Ah, eine Rakete. Dankeschön. Und angebracht. Und ab. Gefeuert. Very nice. Oh. Oh. Was? Können wir da jetzt einfach so hoch, oder was? Nee, warte mal, das da oben ist ein Gegner, oder? Oh, oh shit. Aua, 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 aua. Ah, shit, du Ficker. Fick dich. Nee, so, so wird das nichts. So wird das. Ja, so wird das auch nichts. Ja. Ah, shit. Shit. Lass mich doch in Ruhe, jetzt meine Fresse. Ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Leg doch schneller ab. Meine Fresse. Ach, Kappes. Kappes. Ja, ist gut. Ich bin tot. Ich hab's gemerkt. Ja, 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 ja. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Wie mache ich die Dinger denn fertig? Etz. Okay. Nein, wir können nicht zurück. Das ist scheiße. Also ich muss jetzt Munition verschwenden, um die Dinger zu kommen. Ja, das ist ganz groß. Ganz großes Tennis. Ganz großes Tennis. Egal, ich mach trotzdem einen auf den hier. Und du kannst mich mal. Lebt das Ding eigentlich noch? Nein, Graf Schwabbel lebt nicht mehr. So einfach hätte es sein können, aber nein. So, wofür brauche ich das jetzt? Ah. Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Da. Oh Mann, langsam wird's echt anstrengend hier. Oh, Munition. Alles okay bei Ihnen? Hilft es nicht? Schritt 3, Ellie. Schloss, durch die Tür, los! Aufhalten, ich bin da dran. Okay. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich Monstern gewaltig auf den Arsch gehen müssen. In lila Licht. Schwerelosigkeit.
Ja, das habe ich mir schon beinahe gedacht. Fick dich! Ich bin nicht so blöd, wie du aussiehst. Meine Fresse, ne. Was ist denn hier passiert? Ach so, ach. Das natürlich, das war der Raum, in dem sie sich gerade befunden haben. Jetzt sind wir da, aber die beiden sind nicht mehr da. Das ist natürlich großes Tennis. Ganz großes Tennis. Aber sie sind doch da. Ein Glück, dass sie noch in einem Stück sind. Alles okay? Ja. Es sind 4 Schritte. Aber nicht wegen ihm hier. 1, 2, 3, 4. Schritt 4. Sie wird warten. Jesus, Dross. Alles okay? Es wird schlimmer. Was ist Schritt 4? Wer wird warten? Nach den Schrauben. Nach der Nadel. Wird sie warten. Er wird es nicht schaffen. Wir müssen weiter. Oben gibt es eine Güterbahn, die die gleichen Gleise benutzt wie die Pendlerbahn. Sie bringt uns zum Regierungssektor. Einer von uns muss sie vom Führerhaus aus steuern. Starrend. Fragend. Ich kenne die. Bleiben Sie hier und versuchen Sie, ihn auf die Beine zu bringen. Nach der Nadel wird sie warten. Was? Wir haben uns jetzt die ganze... Nach 120 Millionen, 1000 Folgen treffen wir uns endlich wieder, um dann festzustellen, ja, wir müssen eigentlich woanders lang. Ja, dann ich gehe mal vor. Fickt euch echt, ganz ehrlich. Das ist Kappes, ganz ehrlich. Ich kann nicht mal auf die schießen. Obwohl sie es verdient hätte. Aber naja. Wir werden es, wir kommen klar. Alles gut, alles gut. Wir speichern eben schnell. Oh, wir haben schon fast 6 Stunden zusammen. Damn! Hier, nimm Tisch und Stuhl. Bitteschön. Fazit. Ja, das sieht natürlich sehr angenehm aus. Was auch immer das ist. Wow. Whatever. Whatever. Habt ihr auf die Uhr geguckt? Ich nicht. What? Wow. Schlampe. Oh, shit. Kabam! So, die haben wir sicher eingesperrt. Ja, haben wir. Sehr gut. Aber langsam wird die Munition wieder knapp. Und Zockerpapa, falls du das siehst, ich bin doch kein Stück besser. Mann, kleine... Ja, lad jetzt erstmal nach, du dreckige Hube. Mann. Ich habe mal ein Video von Zockerpapa gesehen und da hat er Dead Space gespielt. Das hat mich dazu animiert, das hier zu spielen, aber... als ich das Video gesehen habe. Oh shit. Ja. Habe ich ihm gesagt, boah, du verschwendest aber ganz schön Munition. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt sehe, was ich hier veranstalte. Ich bin kein Stück besser. Kein Stück. Von daher. Zockerpapa, mach dir da keine Sorgen. Es ist wirklich nicht easy. Ah, oh, du kleine explodierende Kinderschlampe. Meine Fresse.
Ist das Kind jetzt kopflos weitergelaufen, oder was? Ah. Okay, wir schwenken nach oben auf den Spieß. Ah! Fick dich. Gebratene Alien-Mutter. Oh nein. Ja. Brat in der Hölle. Ach du, Brat in der Hölle. Sind wir immer noch in Schwerelosigkeit? Na, sind wir nicht. Ist halt einfach nur an die Wand gedacht. Okay. Oh, ein Job. Schappi. Und wenn es hier einen neuen Anzug gibt, kaufen wir ihn. Detonator. Papierkugel. Natürlich gibt es keinen neuen Anzug. Das ist voll für den Arsch. So langsam geht mir das echt auf den Sack. Aber dann ja. Ich glaube, für heute haben wir erstmal einiges gespielt. Ich verabschiede mich mit den Standardworten. Vielen Dank fürs Zusehen. Nein, wirklich vielen Dank fürs Zusehen. Empfehlt mich weiter oder guckt einfach regelmäßig hier nochmal rein. Wir sehen uns täglich zur selben Uhrzeit. War nochmal? Ach ja. Ihr seid die Geilsten. Macht's gut.